So, meine lieben Freunde, damit herzlich willkommen zurück bei Watch Dogs Legion. In der letzten Folge haben wir die professionelle Attentäterin rekrutiert. Und ja, in dieser Folge werden wir mit einer Nebenmission weitermachen. Und zwar hier niemand zu Hause machen wir. Danach werden wir hier ein bisschen versuchen, weiter die Gebiete zu befreien, damit wir vorankommen. Aber erstmal die Musik ändern. Und ja, ich habe heute beschlossen, nur eine Folge Watch Dogs rauszuhauen. Und dann eine Folge World War Z, weil ich total Lust drauf habe. Und ja, danach kommt auch schon Valhalla, deswegen mal werden wir das so machen, dass ich Watch Dogs Legion immer noch auf 100% spielen werde, aber Watch Dogs Legion wird, sobald Valhalla raus ist, wird es nur noch an Wochenenden kommen. Das heißt, Samstag und Sonntag ist dann Watch Dogs Day und Montag bis Freitag dann Valhalla. Und ja, ich hoffe, das rentiert sich dann irgendwie, dass wir das Spiel noch zu Ende kriegen auf 100%. So, da wären wir auch schon. Wir sollen nach oben. Das ist der richtige Ort. Wie kriege ich die Tür auf? Wir brauchen die Schlüsselkarte und die ist oben, okay. Komme ich hier irgendwie mit Phil nach oben? Oder muss ich zu Amy wechseln mit der Frachtdrohne? Alter, hier geht ja voll die Mucke ab. Voll zugedröhnt. Ich finde es echt schade, dass man kann ja an den, man kann ja an Eisenstangen, warte, ich mache erstmal ein bisschen Licht. Man kann ja an den Eisenstangen hochklettern, die an Gebäuden sind, aber nicht an Laternen. Finde ich echt schade. Das wäre eine Möglichkeit, um hier über die Gitter zu kommen. Gulnas hat schon wieder was geholt, die Elende. CTOS Hub lokalisiert. CTOS Hub lokalisiert. Die Frage ist, wie komme ich da rein? CTOS Hub ist hier, aber wie komme ich da rein? Wir müssen wahrscheinlich erstmal die Schlüsselkarte rumholen. Ups. Alter, komm. Das hätten wir. Sieh an, da sind interessante Dokumente in den Netzwerklogs. Dieses Gebäude wurde offenbar kürzlich von einer Strohfirma namens Grantha Inc. erworben. Was soll daran interessant sein?
Grantha Inc. wird von Naut unter ganz doll böse und gemein geführt, um es mit meinen eigenen Worten zu sagen. Mach ein Foto von dem Gebäude, damit wir es Naut zeigen können. Wie ein Foto vom Gebäude. Fotografiere das Gebäude. Really? Komme ich jetzt hier nicht raus? Verdächtige in ihrer Umgebung gemeldet. Möglicherweise bewaffnet und gefährlich. Wir haben die Meldung erhalten. Ende. Was ist da los? Das sehe ich mir an. Hat eine andere Streife Sichtkontakt zum Ziel, Ende? So, das Gebäude fotografieren. Also das sollen wir fotografieren. Ich hoffe, das reicht so, wenn ich das hier hinterm Gitter mache. Oh nein. Ziele sind zu sehen. Aha, okay. Erledigt. Bax, packen wir das auf unseren Channel. So gut wie erledigt. So. Mission gestartet, königliche Behandlung. Der Zack, gibt's was Neues zu den leeren Häusern? Wir haben gehört, ihr beobachtet Grantha Inc. Ja, stimmt. Ich habe rausgefunden, dass Grantha Samuel Toussaint gehört, diesem Oberklassenfalldepp aus der Karibik. Der haitianische Kleptokrat? Was macht er noch, außer sich am Volk zu bereichern? Er plündert die Staatskasse. Dummerweise habe ich nichts gefunden, was Toussaint direkt mit Grantha in Verbindung bringt. Also haltet vielleicht die Augen nach verdächtig leerstehenden Gebäuden offen. So könntet ihr eine Spur finden. Danke. Finde leerstehende Villen. Ist das euer Ernst? Wie soll ich die finden? Das hier ist doch eins, oder? Wo ist die Zukunft unserer Kinder? Ich sag es! Such's doch, Arschloch! Das ist eine fette Ärsche! Naja, die scheint nicht leer stehen zu sein. Keine Ahnung, wie soll ich da, wie soll ich jetzt leerstehende Villen finden? Ich check die Mission nicht. Ich hoffe, das wird mir angezeigt, so wie bei der Beckley-Mission. Ich fahre jetzt einfach ein bisschen rum. Und, Alter, sieht das cool aus. Ich hoffe, dass mir dann ein Hinweis angezeigt wird, dass die leer steht. Die Frage ist, woher merken wir, wenn die leer stehen? Wahrscheinlich, wenn keine Lichter da sind, ne? Nicht verfolgte Mission in der Nähe. Alles klar. Jetzt in den Campen. Shut down.
Keine Ahnung, Leute. Ups. Sorry, Oma. Wir bei Albion glauben, dass wirklich jeder der Beste sein kann, egal wer man ist. Sie sind illegal hier und suchen nach einer Möglichkeit zu bleiben. Etwas zu bewegen. Wir helfen Ihnen dabei. Wenn Sie endlich die Angst ablegen und aktiv werden wollen, kontaktieren Sie Albion. Wir bieten Unterschriftsprämien und Staatsangehörigkeitsbürgschaften. Albion. Großbritanniens Werte. Große britische Sicherheit. Keine Ahnung, wie ich jetzt leerstehende Villen finden soll. Ich lasse die Mission erstmal beiseite und hoffe darauf, dass mir das dann angezeigt wird, wenn ich in der Nähe was hab. Wir machen mal Verbrennung dritten Grades. Untersuche das Verschwinden der Journalistin. Scheiße. Ich wollte einen Stunt hinlegen, aber es hat nicht so gut funktioniert, leider. So. Hier ist diese Journalistin auf mysteriöse Weise verschwunden, während sie untersucht hat, wie der SIRS auf mysteriöse Weise Menschen verschwinden lässt. Irgendwas finden wir da sicher. Ich dachte, wir könnten der Möchtegern-Stasi vom SRS einen Schritt voraus sein. Aber ich sehe Anzeichen für einen Kampf. Ich habe einige Beweisstücke markiert, die ich näher untersuchen möchte, wenn du mir hochauflösende Fotos besorgst. Ja, dafür müsste ich aber erstmal reinkommen, Begley. Das ist auch immer so eine Frage. Ich glaube. Aha. Paste-up Tutorial, Paste-up. Aber hier lässt sich was machen. Das haben wir noch nie gemacht, ne? One of many, one of you. Freedom is dead. The end. Okay, die sind noch gesperrt. Boah, da sind noch sehr viele gesperrt. Dann fangen wir mal an, ne? Ich mach mal Freedom is dead. Cool. Perfekt. Sehr cool. Neue Schablone freigeschaltet. Nice. Okay. Hier sind sehr viele Clan-Kelly-Leute. Guck mal, den machen wir so. Dann greift er seine Leute an. Dem sperren wir die Waffe. Beide Geschütz raus! Steht da nicht rum! Seht euch um! Back! Wir haben ihn verloren! So, das hätten wir. Hier waren wir, glaube ich, sogar schon mal. Wenn ich mich recht entsinne. Ich will es aber diesmal im Sneaky schaffen. Deswegen versuche ich hier. Ein bisschen Stealth zu spielen. Ich werde auch Valhalla versuchen, einen Stealth zu spielen. Anscheinend ist etwas Interessantes unter dem Auto. Beweg es, damit wir es uns genauer ansehen. Ja.
Idiot. Achso, ich soll die Beweise fotografieren. Ah. Sag das doch. Reifenspuren relativ frisch. 24,9 Zoll Durchmesser. Eine übliche Größe für große Fahrzeuge wie Trucks oder Vans. Fotomachen ist gerade verbuggt. Jetzt besser? Nein, immer noch nicht. Alter. Haben wir jetzt die Beweise? Irgendwas ist komisch an dem Fotoschießen. Geht's jetzt? Ich kann nicht nah oder fern machen, das ist gerade voll verbuggt irgendwie, die Mission. Ich gehe mal kurz raus und dann komme ich wieder rein. Ist gerade voll buggy. Ich verpasse ständig meinen Kauf. Weißt du, was der wahre Unterschied ist? Wir können ein paar Leute hier scannen und gucken, ob was Gutes dabei ist. Medien. MMA-Champion, körperlich fit, was? Wozu sollte man den Hals riskieren, wenn man keine Anerkennung dafür kriegt? Paste-Ups lassen die Londoner wissen, dass DedSec zurück ist und die erhöhte Präsenz ermutigt vielleicht sogar manche für die Sache zu spenden. Okay. Das heißt, wir müssen mehr Paste-Ups machen, damit wir mehr Spenden kriegen. Videospieldesignerin. Nice. Okay, jetzt probieren wir es nochmal. Ich habe nicht das Gefühl, willkommen zu sein. So,
also auf ein neues. Aha, jetzt geht's. Hat er es jetzt? Geh mal weg. Der erkennt das nicht. Als fotografiert. Voll buggy die Mission. Vielleicht müssen wir zuerst den machen. Aha. Jemand hat die Überwachungskameras mit Sprühfarbe verziert. Da steht auch nicht Ziel in Sicht oder so. Oh shit, ich muss weg hier. Ah, eben stand's noch jetzt. Eine Notizdatei ist offen. Sieht nach einer Journalistin aus. Ich habe auf deiner Festplatte voll eine Mitschrift buggy abgelegt. Immerhin wissen wir, dass sie hier war. Danke, Bagley. Danke, Bagley. So, wir gehen kurz Shit. Hoch. Und jetzt? Ach, beruhig dich. Hast du geglaubt, ich hätte dich die ganzen Fotos für meinen Invite-Feed machen lassen? Wenn du den CTOS-Hub findest, kann ich deine Fotos mit dem Security-Feed gegenchecken und die Momente isolieren, bevor die Journalistin entführt wurde. Vielleicht versteckt sich da ein Hinweis. Okay. Oh, können wir da hoch? Nice. Ach, das hatten wir schon, okay. So, wo müssen wir jetzt hin? Hier links. Lade die Überwachungsaufnahmen herunter. Das machen wir doch. Es ist einfach anders. Ernsthaft. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Letzte Nacht habe ich in der Bahn dieses Video. Hier rechts hoch müssen wir irgendwo hin. Aha. Gefunden. Gefunden. Das ist das Bild, bevor die Kamera schwarz wurde. Siehst du den Van im Hintergrund? Bester Mann. Die Nummer auf dem Kennzeichen deutet darauf hin, dass dies ein Regierungsfahrzeug ist. Okay. Und jetzt? Oh Gott, bitte. Interessant. Das bestätigt, dass die Journalistin vermutlich vom SIRS entführt wurde. Weißt du, wer wissen könnte, wo ein SIRS-Agent eine unter fragwürdigen Umständen festgenommene Journalistin hinbringt? Ein anderer SIRS-Agent. Ich habe Malik in der Leitung. Können wir ihm trauen? Müsst ihr das denn? Vielleicht verfolge ich einen Plan. Vielleicht ist mir einfach auch nur langweilig. Worauf willst du eigentlich raus? Sieh dir diese Farbe mal genau an. Das ist keine handelsübliche Farbe. Das ist Kark-Farbe fürs Militär. Erinnerst du dich, wie du mich vor Albion gerettet hast? Fick dich! Ach, komm schon. War doch lustig. Aber wie auch immer. Damit wir aus diesem Tag noch was rausholen, habe ich einen Wurm in ihrer Kommunikationsausrüstung installiert, der mir unter anderem Daten über ihre Anforderungen liefert. Ich habe Bagley gerade Zugriff gegeben. Was? Drogendealer? Anscheinend hat Albion gerade eine Lieferung Karkfarbe in diesem Farbton zum Albion-Internierungszentrum liefern lassen. Ich übertrage den Standort. Gut. Dann fahren wir mal dahin. Da waren wir sogar noch gar nicht. Echt cool, dass man trotzdem noch Sachen entdeckt, wenn man die Hauptstory schon durch hat. So macht das auch Spaß. Und es gibt sehr viele Sperrgebiete, wo wir auch noch gar nicht reingegangen sind. Das werden wir alles noch machen. So,
da oben müssen wir hin. Na, no, wir warten kurz auf den Spider-Bot, weil dann kann ich hier den Tech-Punkt mitnehmen. Da kommt Spidey. 3, 2, 1 und 1 Viertel und alles. Das Albion-Internierungszentrum. Dort sollte sich die Journalistin befinden, die das illegale Entführungsprogramm des SIRS untersucht hat. Gibt es einige gute Leute, denke ich mal. Sprinten mal kurz hoch. Lol, was ist denn mit dem los? Mich findest du nicht. Guck jetzt. Hier ist alles sicher. Du Scheißfratze! Dummkopf! Augen auf. Er ist hier. Was ist los, Pissvisage? Kotzbrocken! Quadrant gesichert. Geh weiter. Egoistisches Arschloch! Der Verdächtige ist entwischt! Hallo, der hört mich nicht. Blöde Hackfresse! Der hört mich nicht. Voll Depp! Ich bin. Ja, ich habe jetzt extra geschossen, damit der hier hinkommt und dann macht er die Tür auf. Guck jetzt. 3, 2, 1, er macht die Tür auf. Diese Vollidioten. Bam! Ja, du brauchst wirklich Hilfe. So, was müssen wir machen? Das hatten wir schon gemacht. Ich werde jetzt einfach jeden befreien. Scheiße. Lass mich ran. Du willst das nicht kurz ausdiskutieren. Ja,
sie raus. Komm mit. Komm mit. Hallo, hier lang, hier lang. Komm. Die ist verbuggt. Die ist echt verbuggt. Doch nicht. Ah. Okay, da oben ist noch... Da oben sind noch Punkte, die ich gern hätte. Obwohl, ne, das kann gar nicht oben sein. Das muss hier sein, jawohl. Gut, das hätten wir auch. Komm mit. Komm. Hallo? Komm. Du bist offensichtlich entkommen. So. Danke für die Rettung und alles, aber wir müssen uns kurz fassen. Ich muss verdammt nochmal das Land verlassen. Sofort. Ich gehöre zu DedSec. Wie können wir helfen? Okay. Vielleicht hast du mehr Glück als ich. Der Cirst nutzt ein legales Schlupfloch, um dich für alles einbuchten zu können. Zum Beispiel, wenn der Banker deines Friseurs ein Konto für einen der Toren-Bomber eröffnet. Dann können sie dich verhaften, ohne Haftbefehl. Und das Schnüfflergesetz erlaubt es. Wie ist das möglich? Seit London CTOS nutzt, hat der Cirrus kompletten Zugriff auf alle E-Mails, alle Anrufe, alle Kamerafeeds, einfach alles. Wenn man der Regierung so viel Informationen gibt, lautet die Frage nicht, wie machen sie das, sondern wie könnten sie nicht? Oh Gott. Okay, ich schick dir eine Adresse. Dort erwartet dich jemand mit einem sauberen Pass. Alles Gute. So, wir gehen wieder rein. Haben wir noch Zeit? Gucken wir mal. Ja. Sobald die Journalistin in Sicherheit ist, stelle ich ihr DedSec-Ressourcen zur Verfügung, damit sie ihre Story beenden kann. Gut mitgedacht, Bagley. Weil hier liegen noch voll viele Sachen rum. Suche beginnen! Es hört nicht auf! Scheißegal, ob er mich entdeckt oder nicht. Lol. Ich bin sicher, dass er hier irgendwo ist. Lol, er hat mich nicht gesehen. Wie blind kann man sein? Oh, die Maske gefällt mir nicht. Alter, die Masken sind so scheiße, Mann. Es gibt ein, zwei gute Masken. Aber der Rest ist einfach nur Müll. Ist echt traurig. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles. Gucken wir mal. Oh, den haben wir nicht. Der ist irgendwo da hinten. Gut, das holen wir uns auch noch. Soll angeblich noch Geld sein, laut der Karte, aber ich sehe nichts auf der Ingame-Karte, deswegen gehen wir jetzt einfach. Komm, steig ein. So, neue Mission, rekrutiere Becky. Neue Mission. Wir haben wieder neben Mission im Hauptquartier. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal hier den Freiheitskämpfer retten.
Trompete. Ab und zu immer mal gucken. Comedian. Wir brauchen übrigens auch eine neue Oma. Das werden wir, glaube ich, in der nächsten Folge machen. Am Wochenende. Genau. Geht weg. Wohin rennst du denn, Oma? Ach man. Alter, wie viele Shops es hier gibt. Guck mal auf die Karte. Holy. Erinnerung in der Nähe. Jetzt muss ich nur noch gucken, wo das ist. Vielleicht an meinem Hintern, aber das sind so ungefähr das Unbequemste, was ich jemals getragen habe. Aha. Ich glaube, das ist hier. So, J. X9. Ziel in Sicht, Foto machen. Fertig. Neue Runde. Platz da. Arthur, Natalie. Worauf trinken wir diesmal? Ach komm. Als würdest du nicht wieder auf dich selbst trinken. Gute Idee. Aufs neueste Mitglied des UC London Ruderteams. Dein steiler Weg zum Olympiasieg hat gerade erst begonnen. Ihr könnt später mal euren Kindern erzählen, wie ihr euch mit einem zukünftigen Goldmedaillengewinner besoffen habt. Ganz wie du meinst, Bagley. Alter, nenn mich nicht so, ich heiße nicht so. Rudern, okay, ist nicht die schlimmste aller Sportarten, fast eine Wissenschaft, hat jede Menge mit Physik zu tun. Geht der hier rein? Aber man kann hier rein, okay. Tja. Sollen wir die Mission mit Spider-Bot machen? Komm. Wir machen die Mission mit Spider-Bot. Oh,
Schlüsselkarte haben wir auch. Komm, geh weg. Geh weg. Denn mit dieser Tür los? Das weiß ich nicht, das musst du mir sagen. Holt euch die Spinne! Fuck! Ich sehe deine Spinne, du Schwachkopf! Finde die! Naja. Der Verdächtige ist entwischt! Einfach weg! Oh, schick! Das sieht heiß aus! Shit, das hoffe ich doch! Als Dadzack will ich auch gut aussehen. Und wie läuft's so, Mann? Ach, alles wie immer. Albion-Typen kommen vorbei und stecken ihre Nasen in Sachen, die sie nichts angehen. Betteln die drum, dass man ihnen die Nasen bricht? Genau. Seit wann ist das hier die Bethnal Green? Du widersetzt dich der Verhaftung. Ich nehme an, dieses arme Schwein sollte irgendwie als schlechtes Beispiel dienen. Albion entscheidet, ob du ein Recht auf ein Gerichtsverfahren hast. Gut, dass du da warst. Da habe ich keine Einwände. So, oben haben wir noch Geld vergessen. Das nehme ich auch noch. Oh, oben auf dem Dach ist das wahrscheinlich. Also hier scheint nichts zu sein. Dolmetscherin. Ich hätte mal gern so einen MI6-Agent. Das fehlt mir noch. In meiner Sammlung. Haben wir noch nicht gefunden. Aber gut, gehen wir raus. Und ja. Ich würde mal sagen, wir beenden die Folge hier an der Stelle und sehen uns dann hoffentlich morgen bei Valhalla, also haut rein.